Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Dioxinfunde in Viehfutter haben weitreichende Konsequenzen. In mehreren Bundesländern wurden Höfe geschlossen, allein 1000 in Niedersachsen. Die Betriebe hätten möglicherweise verunreinigtes Futter erhalten, so das niedersächsische Landwirtschaftsministerium. Betroffen seien Legehennen, Puten und Schweinemästereien. In Nordrhein-Westfalen wurden 8000 Legehennen vorsorglich getötet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen einen Futtermittelbetrieb in Schleswig-Holstein. Dieser hatte dioxinbelastete Fettsäure verarbeitet. Dioxin in Eiern. Für viele Verbraucher war das bis zum Nachmittag noch kein Thema. Am Abend aber stellt sich die Situation anders dar. Wegen Dioxinfunden in Futtermitteln wurden allein in Niedersachsen rund 1000 Betriebe von Puten, Hühner- und Schweinezüchtern gesperrt. Vorerst dürfen von dort weder Tiere noch Eier ausgeliefert werden. Wir haben diese Betriebe vorsichtshalber gesperrt, weil wir anhand der Lieferlisten eines Futtermittelherstellers jetzt herausfinden konnten, dass alle diese Betriebe Futter bekommen haben, wo eventuell Fett verwendet worden ist, was eben dioxinbehaftet ist. Dieser Futtermittelhersteller in Schleswig-Holstein soll Betriebe in mindestens 7 Bundesländern mit verseuchter Tiernahrung beliefert haben. Der Schaden für die Landwirte lässt sich noch nicht beziffern. Unklar ist auch, wie viele Lebensmittel bereits in den Handel gekommen sind. Dioxin gilt als krebserregend. Dennoch wird vor Panik gewarnt. Aber die Werte, die jetzt gemessen worden sind, geben keinen Anlass, dass durch den Verzehr der Produkte eine akute Gefährdung eingetreten ist. Und vor allem war es jetzt wichtig, die Betriebe zu stoppen und keine Ware mehr zu liefern. Und deshalb kann der Verbraucher davon ausgehen, dass er jetzt auch wirklich auf der sicheren Seite ist. Verbraucherschützer fordern, die Konsumenten sollen erfahren, welche Betriebe genau betroffen sind, damit sie selbst entscheiden können, ob sie bereits gekaufte Eier noch essen wollen oder nicht. Zum letzten Mal sind heute in Deutschland Wehrpflichtige in die Kasernen eingerückt. Nach mehr als 50 Jahren wird die Wehrpflicht ausgesetzt. Das geschieht zwar erst zum 1. Juli dieses Jahres, bei den nächsten Einberufungsterminen im Frühjahr setzt die Bundeswehr aber bereits auf Freiwillige. Gleichzeitig entfällt auch der Zivildienst in seiner bisherigen Form. Ziel des Verteidigungsministeriums ist eine verkleinerte Armee von etwa 185.000 Mann. Rekruten wie er schreiben Geschichte, als sie heute ihren Dienst in der Luitpold-Kaserne im bayerischen Dillingen antreten. Denn sie gehören zu den letzten Wehrpflichtigen. Nach ihnen werden nur noch Freiwillige zur Bundeswehr kommen. Und sie waren die Ersten, die dienen mussten. Wehrpflichtige 1957. Staatsbürger in Uniform, so lautete ein halbes Jahrhundert lang das politische Selbstverständnis der Bundeswehr. Damit sei es an einer Berufsarmee vorbei, fürchten Kritiker. Doch der Verteidigungsminister sieht das anders. Das Prinzip des Staatsbürgers in Uniform und auch das Prinzip innere Führung wird mit der Aussetzung der Wehrpflicht ja nicht beerdigt, mitnichten. Das ist nicht nur ein Trugschluss, sondern es wäre auch eine ganz große Dummheit, das zu tun. Es gilt weiter. Es gilt ja bereits heute für jeden Berufs- und für jeden Zeitsoldaten, für jeden freiwillig länger Dienenden. Und es bleibt unser Erfolgsmodell als Bundeswehr. Wir sind hier Vorbild für viele, viele andere Armeen, auch weltweit. Keine Wehrpflicht mehr heißt auch, dass die Bundeswehr künftig um ihr Personal werben muss. Also die Bundeswehr muss attraktiver werden, das ist ganz klar. Sie muss ja Nachwuchs gewinnen, auch in Zukunft. Und sie muss eben mit dem privaten Arbeitsmarkt konkurrieren. Und das bedeutet eben, sie muss vor allem familienfreundlicher werden. Das haben wir im Moment noch nicht. Die Wehrpflicht bleibt im Grundgesetz erhalten. Sie wird nur ausgesetzt und könnte jederzeit wieder eingeführt werden. Der Wirtschaftsaufschwung hat so viele Menschen in Lohn und Brot gebracht wie nie zuvor. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der Erwerbstätigen 2010 im Schnitt auf 40,37 Millionen. Das sind fast 200.000 mehr als im Krisenjahr 2009. Fast 3/4 aller Beschäftigten arbeitet im Dienstleistungsbereich, nur noch knapp 20% in der Industrie. Mit Beginn des neuen Jahres gelten für gesetzlich versicherte Patienten neue Regeln bei der Versorgung mit Arzneimitteln. Sie können entscheiden, ob sie ein Medikament nehmen, für das ihre Krankenkasse einen Rabatt mit dem Pharmaunternehmen ausgehandelt hat, oder ein anderes mit dem gleichen Wirkstoff, aber einem höheren Preis. In der Regel werden die Kassen nur den niedrigeren Preis erstatten. Wer als Kassenpatient mit seinem gewohnten Rezept zur Apotheke kommt, muss sich häufiger an neue Medikamente gewöhnen. Der Wirkstoff ist zwar gleich, nur der Hersteller nicht.
Der Grund: Viele Kassen haben mit Pharmafirmen Rabatte ausgehandelt und wollen nur die günstigere Arznei bezahlen. Wer trotzdem seine gewohnten Pillen haben will, muss sie selbst kaufen. Neu ist jetzt, dass man später einen Teil von der Kasse zurückbekommt. Aber wie viel, erfährt man erstmal nicht. Die Apotheker verärgert. Wir fordern mehr Transparenz von den Krankenkassen, damit bekannt ist, was ein Arzneimittel in der Apotheke kostet. Damit man genau das mit dem, am Ende des Tages mit dem Patienten auch ausmachen kann, damit er weiß, was er bezahlen muss und was er erstattet bekommt von seiner Krankenkasse. Die Kassen erstatten nur so viel, wie das Rabattmittel gekostet hätte. Wie viel das ist, wollen oder können sie aber den Apotheken nicht mitteilen. Sie werden es bei der Vielzahl der Medikamente, bei der Vielzahl der Krankenkassen, bei der Vielzahl der Rabattverträge, die alle Krankenkassen abschließen, zu den unterschiedlichsten Konditionen so nicht umsetzen können. Bleibt also das Risiko für den Patienten oder, so die Empfehlung der Verbraucherschützer, man nimmt erstmal, was die Kasse zahlt. Zunächst mal sollte man dem Patienten empfehlen, das neue rabattierte Arzneimittel auszuprobieren. Wenn der Patient dieses Medikament nicht verträgt, er Nebenwirkungen hat, dann sollte er damit zum Arzt gehen. Denn der Arzt kann das gewünschte Arzneimittel verschreiben, wenn er es medizinisch für nötig hält. In Göttingen ist ein 3-jähriges Mädchen an der sogenannten Schweinegrippe gestorben. Auch bei einem 51 Jahre alten Mann hat möglicherweise das H1N1-Virus zum Tod geführt. Genau lässt sich das nach Angaben der zuständigen Ärzte nicht bestimmen. Der Patient habe schwere chronische Vorerkrankungen gehabt. Influenza-Experten rechnen in den kommenden Wochen mit einer Grippewelle, warnen aber vor Panikmache. Fragen und Antworten zur sogenannten Schweinegrippe hat unsere Internetredaktion zusammengestellt unter tagesschau.de. Nach dem Anschlag auf eine Kirche in Alexandria ist es in Ägypten erneut zu gewalttätigen Protesten von Christen gekommen. Mehr als 40 Menschen wurden dabei in Kairo und Alexandria verletzt. Im Internet gab es offenbar auch Drohungen gegen koptische Christen in Deutschland. Bei dem Anschlag auf eine Kirche der Glaubensgemeinschaft waren in Alexandria 21 Menschen getötet worden. Rund 10% der Ägypter sind koptische Christen. Das soll helfen gegen Terroranschläge, Absperrketten und Parkverbot. Bisher war hier alles mit Autos zugestellt. Seit heute sollen solche Barrieren und ein paar Polizisten koptische Christen schützen. Sie überzeugt das nicht. Mich schützt nur Gott, sagt sie. Ich bin völlig verzweifelt. Das Vertrauen der koptischen Ägypter in ihren Staat war in der Vergangenheit schon nicht eben hoch. Als dieses Gemeindezentrum ohne behördliche Genehmigung in eine Kirche umgewandelt werden sollte, kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Das war im November. Kirchenbau wird nach wie vor behindert von ägyptischen Behörden. Zwei Jugendliche erschossen die Polizei damals bei den gewaltsamen Protesten. Über 140 Kopten wurden verhaftet. Solange dieser Zustand anhält, solange die Kopten als Ungläubige dargestellt werden und Muslime ungestraft zu ihrer Tötung aufrufen können, solange erwarte ich keine Verbesserung der Lage. Dabei hatten die Kopten in der Geschichte und der Kultur Ägyptens bedeutende Spuren hinterlassen. Dies zum Beispiel ist das älteste Kloster der Christenheit, das Antoniuskloster. Gewissermaßen die Wiege auch des europäischen Mönchtums. Der ägyptische Staat hatte die Anlage für viel Geld restaurieren lassen, eine Geste des guten Willens. Doch solche Gesten finden schnell ihre Grenzen. Manchmal müssen Kopten auch als Sündenböcke herhalten. Ein Beispiel: die Schweinegrippe vor 2 Jahren. Angeblich seien die Schweine der Kopten schuld, behauptete der Staat und ließ alle schlachten. Ein immenser wirtschaftlicher Schaden für die Christen. In der koptisch-orthodoxen Kirche St. Markus in Frankfurt herrscht ebenfalls Angst vor einem Anschlag. Vor 10 Tagen sind die deutschen Kopten vom BKA nach Terrordrohungen im Internet gewarnt worden. Ihre Gemeinden genießen jetzt besonderen Schutz. Vor allem für ihr Weihnachtsfest, das in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar stattfindet. Es ist sehr bedrückende Stimmung. Wir sind sehr traurig, was passiert in Ägypten, denn das könnte nochmal wieder passieren. Und wir sind unsicher, was unser Angehörige in Ägypten betrifft. Die deutschen Kopten machen der ägyptischen Regierung keine Vorwürfe, anders als viele deutsche Politiker. Die Grünen zum Beispiel fordern von der Bundesregierung mehr Druck auf Ägypten zum Schutz der Religionsfreiheit als Teil der Menschenrechte auszuüben. Man guckt bei vielen Menschenrechtsverletzungen, die auch gegen oppositionelle Journalisten und Blogger stattfinden, eher mal weg, weil Ägypten eine konstruktive Rolle im Nahostkonflikt einnimmt.
Die Entwicklungszusammenarbeit mit Ägypten an den besseren Schutz von Christen zu koppeln, sei aber nicht nötig, erklärte heute Minister Niebel. Die deutsche Entwicklungskooperation auch mit Ägypten ist über viele Jahre gewachsen. Und man muss deutlich festhalten, dass es hier nicht um staatliche Verfolgung irgendeiner Glaubensgruppe geht, sondern um einen Terroranschlag. Und nach meinem Kenntnisstand, die ägyptische Regierung alles tut, um derartige Anschläge zu verhindern. Der Opfer des Terroranschlags soll hier in Frankfurt am Sonnabend bei einem Gottesdienst gedacht werden. Mehr als 9 Jahre nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 können erkrankte Helfer jetzt entschädigt werden. US-Präsident Obama hat das Gesetz über die Einrichtung eines milliardenschweren Fonds unterzeichnet. Nach den Anschlägen waren tausende Feuerwehrleute, Polizisten und andere Helfer giftigem Staub aus den Trümmern ausgesetzt. James Nolan gehörte zu den Ersten, die in den brennenden Trümmern des World Trade Centers nach Opfern suchten. Danach hat er noch 3 Jahre lang den Schutt beseitigt. Der giftige Staub hat seine Lungen zerstört. Doch während die Feuerwehrleute als Helden verehrt wurden, interessierte sich niemand für den Bauarbeiter und seine Kollegen. Tausende Dollar musste er aus eigener Tasche für Medikamente bezahlen. Seit 9 Monaten ist er arbeitslos. Mein Leben bestand für 3 Jahre nur noch aus 9/11. Danach war es ein ewiger Kampf. Ich musste arbeiten, solange es ging. Meinen Bossen habe ich die Krankheit verheimlicht. Wenn die gewusst hätten, wie schlecht es mir ging und was ich an Medikamenten geschluckt habe, die hätten mich doch sofort gefeuert. Wie James Nolan tragen tausende Helfer von damals noch heute an den Folgen ihres Einsatzes am World Trade Center. Inzwischen ist unstrittig, dass viel zu wenig dafür getan wurde, die Arbeiter vor gesundheitlichen Schäden zu schützen. Mehr als 4 Milliarden Dollar stellt Washington nur bereit, um die Betroffenen zu entschädigen. Präsident Obama unterbrach gestern eigens seinen Urlaub, um mit der Unterschrift das vom Kongress beschlossene Gesetz in Kraft zu setzen. Hunderte von Helfern sind auch in den vergangenen Jahren noch gestorben. Für sie kommt das Gesetz zu spät. Vielen anderen nehmen die Entschädigungen dagegen zumindest die finanziellen Sorgen für sich und ihre Familien. Mehr als 9 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September. Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr in vielen Regionen der Erde schwere Verwüstungen angerichtet. 295.000 Menschen kamen ums Leben. Die wirtschaftlichen Schäden belaufen sich auf 130 Milliarden Dollar. Das teilte der weltweit größte Rückversicherer Munich Re mit. Zu den folgenschwersten Ereignissen gehörten die Erdbeben in Chile und Haiti, die Hitzewelle und die dadurch ausgelösten Brände in Russland sowie die Überschwemmungen in Pakistan. Die aktuellen Überschwemmungen in Australien sind die schlimmsten seit 50 Jahren. Tausende Quadratkilometer Land stehen noch immer unter Wasser. Die Stadt Rockhampton an der Ostküste ist fast komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Als Soforthilfe hat die australische Regierung Lebensmittel auf dem Luftweg in das Überschwemmungsgebiet geschickt. In der dünn besiedelten Region sind etwa 200.000 Bewohner von den Fluten betroffen. Thomas Morgenstern hat das 3. Springen der Vier-Schanzentournee in Innsbruck gewonnen. Der Österreicher steht damit vor seinem ersten Gesamtsieg bei der Traditionsveranstaltung. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 4. Januar. Morgen bestimmt ein Hoch über dem Balkan das Wetter in großen Teilen Deutschlands. Dem Norden beschert ein Tief mehr Wolken mit etwas Regen oder Schnee. Im Laufe der Woche sorgen Atlantiktiefs dann verbreitet für Regen- und Tauwetter. Heute Nacht gibt's im Norden dichte Wolken, hier und da schneit es leicht. An der Nordsee kann es auch ein wenig regnen, sonst nur ganz vereinzelt Schneeschauer. In einigen Regionen auch klar, örtlich bildet sich Nebel. Am Tag im Norden weiterhin dichte Wolken, in Küstennähe fällt gebietsweise Regen oder Schnee. Weiter südlich werden die Wolkenlücken allmählich größer und vielerorts zeigt sich auch mal die Sonne. Im Süden morgen schwacher, im Norden mäßiger und an den Küsten zum Teil frischer und stark böiger Wind aus Süd bis Südwest. Bei längerem Aufklaren im Süden heute Nacht örtlich strenger Frost, an der Nordsee nahe dem Gefrierpunkt. Dort morgen 1 Grad über 0, im Vogtland bis minus 6 Grad. Am Mittwoch ändert sich noch wenig, aber ab Donnerstag setzen teilweise kräftige Regenfälle und Tauwetter ein. Und so geht es am Freitag bei bis zu 10 Grad über 0 auch weiter. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Karen Mioska darin. Dioxinfund, warum immer wieder verseuchte Futtermittel entdeckt werden. Und Tönesammler, warum ein Spanier Geräusche für die Nachwelt archiviert.